Hallo und herzlich willkommen zu Folge 72 von Gothic 1, die Welt der Verurteilten. Wir sind momentan vor der alten Mine, haben in der letzten Folge die Minecrawler-Königin abgemetzelt und gehen jetzt mit einer Kiste Starkbier zurück zum Silas, ins neue Lager. Zum einen, weil wir die Quest abgeben, zum anderen, weil ich dort nochmal die Händler abklappern will. Und vielleicht finden wir dort noch eine weitere Quest, was ich nicht glaube allerdings. Also diese Zusatzquest mit dem Starkbier hat jetzt immerhin zur Folge, dass wir nochmal ins neue Lager gehen, bevor wir zu Kalom marschieren. Oder es können. Wir müssen ja nicht, aber wir können. Das Starkbier kriegt man immer von Ian als Questbelohnung. Ich habe aber allerdings keine Ahnung, ob das Starkbier irgendwas kann, ob das irgendwas bringt. Ich wage es schon irgendwie zu bezweifeln. Also es ist im Prinzip eher sinnlos. Ich meine, 6 Lebenspunkte bringt es und hat einen gewissen Wert. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es Schrott. Es ist aber auch nur eine Zusatzbelohnung. Also man muss mit Ian nicht sprechen. Man könnte das Ganze auch einfach ignorieren. Deswegen hier nochmal der Verweis: Redet auf jeden Fall mit Ian, damit ihr das Starkbier bekommt für den Silas, denn ansonsten kriegt ihr es gar nicht mehr. Also ich meine auch, man bekommt nirgends Starkbier. Vielleicht kann man es irgendwo in der Burg klauen. Allerdings wüsste ich jetzt auch gar nicht wo. Ja, auf jeden Fall mit dem Starkbier geht es jetzt zu Silas. Was ist eigentlich mit euch? Warum seid ihr immer noch hier? Macht mal einen Abgang, verpisst euch. Was willst du? Den Streit vergessen wir auch. Ja, das werden wir mal Hey sehen, ob wir du. den Streit vergessen. Was willst du? Wie sieht's aus? Verpiss dich. Ja, sehr freundlich. Also die beiden sind immer noch hier. Lassen wir da stehen. Stören ja keinen. So, dann marschieren wir mal zur Kneipe. Hoffentlich dürfen wir rein, ohne eine erneute Schlägerei anfangen zu müssen. Die haben es da ja nicht so mit Leuten aus dem alten Lager. Sehr diskriminierend. Ich sag mal so, ein bisschen Rivalität ist ja immer okay, aber das ist ja schon bösartig. Gut, die überfallen sich gegenseitig, ne? Die stehen zwar irgendwie im Austausch, aber kriegerische Auseinandersetzungen sind per se auch jetzt nicht ausgeschlossen. Deswegen ist es schon irgendwo verständlich, dass man da Leute, ich weiß gar nicht, die töten uns ja nicht, ne? Die verprügeln uns ja nur. Wo ist ein Orkblatt? Was ist allerdings mit mit der Schnapsbrennerei oder was auch immer das da hinten ist, was es damit zu tun hat? Weiß ich immer noch nicht. Also keine Ahnung, ob da noch irgendwas passiert oder ob ich da einfach mal reinlaufen soll und die Leute da diesen Jacko zusammenknüppeln soll. Auf der anderen Seite habe ich das schon mal gemacht und dann wurde da drin trotzdem kein nennenswerter, brauchbarer Dialog geführt. Deswegen keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Wie gesagt, ich bin zwar extrem weit voraus, aber dennoch würde mich interessieren, was denn da unten überhaupt, oder ob das im Prinzip einfach nur eine Quest aus dem neuen Lager dann ist. Das kriege ich jetzt in meinem Kopf nicht mehr zusammen. So, wie jeden Tag können wir hier wieder ein bisschen Ich Geld bin du. verdienen. Auf der anderen Seite brauchen wir das nicht unbedingt. Weil es ist im Prinzip die beste Möglichkeit, das Sumpfkraut loszuwerden, auf jeden Fall. Also Reispflanzen haben wir noch 2 Stück, total unbrauchbar. Und wir haben noch 154 Sumpfkraut. Mal gucken, ob wir damit zu Saif können. Es kann ja sein, dass der mit uns erst spricht, sobald wir 100 Sumpfkrautpflanzen dabei haben. Ansonsten gebe ich die halt einfach weiter Der ab, Geschichte muss wohl doch was dran das Sumpfkraut. Und wie gesagt, das Sumpfkraut an sich hat einen Wert von 8. Das heißt, wenn wir es verkaufen, kriegen wir eh nur 4. Da kann ich auch ab und zu immer mal wieder ein paar Banditen damit versorgen. Das ist dann auch wahrscheinlich die beste Möglichkeit, daraus was zu machen. So, Lefty und seine Jungs sitzen da vom Feuer und machen wie immer nichts Gescheites. Wir daddeln jetzt mal hoch in die Kneipe. Jarvis passt ja auf, dass keiner reinkommt. Keine ungebetenen Gäste, zu denen wir teilweise eigentlich auch zählen müssten. Wir sind ja der Erzfeind. Lakaien von Gomez. Huch, ich bin ins Wasser geplumpst. Tauchen wollte ich jedoch nicht. Also mal gucken, ob es wieder zur Schlägerei kommt oder ob die uns jetzt irgendwie tolerieren.
Aufgrund von Stärke-Demonstrationen. Hey du. Was willst du? Na, was mit euch? Alles fit? Irgendwas Neues? Was da bei dir? Was willst du? Ich überlege, ob wir mal Akrobatik lernen sollten. Das wären wieder 10 Lernpunkte und ich weiß nicht, ob wir die unbedingt brauchen. Also die Rausschmeißer lassen uns weitestgehend in Ruhe. Haben wir quasi unseren Respekt uns verdient. Und Silas kriegt jetzt sein Bier. Hier ist dein Starkbier. Da bin ich ja mal gespannt. Gute Arbeit, jetzt können die Jungs sich mal was Ordentliches probieren. Sich mal was Ordentliches probieren? Naja, von mir aus. Dann musst du zahlen. Hast du Neues im Angebot? Nö, außer die 6 Stark. Oh, doch, er hat 5 Äpfel. Also es kann auch sein, dass ich die einfach übersehen habe. Die hatte er schon immer. Alter, was futtern die hier alles weg? Das gibt's ja gar nicht. Da muss aber einer richtig gut gekocht haben. Was können wir dem andrehen? Wie wäre es mit Fleischschwanzen-Ragout? Snuffs Bestes. So. Wie gesagt, die Äpfel sind wertvoll. Bei 25 gibt es einen Stärkepunkt. Hey du. Kann ich Balisitro noch irgendwas erzählen? Freunde, jetzt Herr jetzt. Dreh dich mal um. Zeig mir. Hier. Okay, nee, der hat im Prinzip nur. Er hat im Prinzip nur den Zusatz, den wir ihm verschafft haben. Hat er drauf gehört, auch Essen anzubieten. So kriegt man die großen Massen. Aber scheinbar, also hier hat jetzt wieder 70 Erz, aber ich habe dem, glaube ich, auch noch nie explizit das Geld aus der Tasche gezogen. Deswegen hat er jetzt noch so ein bisschen Krimskrams. Notfalls können wir auch mit Flügeln bezahlen. Oder ein paar Pokale für Sharky, den besten Händler im neuen Lager. Du wurdest gewählt, richtig. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht. Und ein bisschen Besteck kriegst du auch noch. Bestes Silberbesteck. Und der Kerl hat. Ja, dann muss er uns mit Fackeln auszahlen. So. Verlass dich auf jeden Fall und du bist verlassen. Das ist die Frage, Cypher, willst du mit uns endlich sprechen oder sind wir aber noch irgendwie bei dir unten durch? Kann ich dir helfen? Was hast du an? Die Frage ist doch, was hast du? Damit kann ich nicht die. Dann komm. Okay, also ich glaube, der ist tatsächlich nur involviert, wenn wir dem direkt die erste Fuhre. Also innerhalb der Quest von Korkalom war es, glaube ich. Oder zumindest von irgendeinem Baal zu Korkalom. Wenn wir dem dann den ganzen Kram vorbeibringen. Und dann statt eben die Ware Korkalom zu geben, hier Cypher andrehen. Aber ansonsten kann der, glaube ich, hier uns nichts mehr erzählen. Schade. Gibt es sonst noch Händler? Ich meine nicht, die sind eigentlich alle in der Kneipe. Dann gehen wir mal, wie gesagt, in unsere eigentlich nicht mehr Hütte. Kann auch sein, dass der Hass erst wirklich sich manifestiert, wenn wir Gardist sind. Ja, vielleicht wird quasi bei Schatten nochmal ein Auge zugedrückt. So wie ich jetzt ein Auge zudrücke. Und mal ein paar Stündchen pennen. Ich habe ja keinen Bock, hier bei Nacht überall rumzurennen die ganze Zeit immer. Muss ja auch nicht sein. Also die Quest mit Silas ist erledigt. Das heißt, wir haben absolut keine Nebenquest mehr zurzeit. Und ich überlege gerade, wir waren auch überall, wo ich hin wollte. Ich meine, da oben gibt es noch eine verschlossene Truhe im neuen Lager. Ansonsten haben wir alle Leute verprügelt, die wir verprügeln können. Also Baloro, die Rausschmeißer, sage ich schon. Ja, die auch. Die Erpresser, meinte ich aber. Carlos, die sind alle verprügelt. Die Händler sind alle mehr oder minder abgeklappert. Haben jetzt nicht unbedingt neues Inventar, aber ich habe nochmal genauer nachgesucht. Also beziehungsweise nachgeguckt, ja, denn gerade die Äpfel, ne, da muss man aufpassen, die müssen wir mitnehmen. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Es ist nicht so, dass ich jetzt schon konsumieren würde, allerdings kommt das ja auch noch. Wir haben zurzeit schon 2 Stärkepunkte in Apfelform. Dunkelpilze fresse ich ab und zu. Den Mana werde ich ja nicht trainieren, aber dennoch freue ich mich drüber, wenn wir ein bisschen was erhalten. Ach, ganz kurz, wir haben sogar noch einen Händler. Das ist der gute Mann hier. Hey du. Der immerhin früher auf dem Feld steht als seine Arbeiter. Also indirekt auf dem Feld, aber. Aber immerhin. So, er hat noch ein bisschen Geld, das wir ihm abzwacken können. Nein, die Schüsseln brauche ich nicht, die hat er eh von uns.
Das Reis hat er auch von uns, ich glaube. Ansonsten hat er auch nur Ramsch. Dann kriegt er seine letzten zwei Reispflanzen, die brauche ich eh nicht. Aber was können sie noch gebrauchen? Ein bisschen Besteck? Besteck ist immer gut. Dann kriegst du noch einen Pokal. Für den besten Reislord in der Kolonie. Und noch 6 Rasiermesser. Da kannst du dann deine Bauern mit bedrohen. Dann mach's mal gut. Müssten wir alle abgeklappert haben, haben 6000 Erz ungefähr und wie gesagt, könnten auf jeden Fall noch 3000 oder sogar 4000 gut machen bei Wolf. Könnte ich machen, mache ich jetzt allerdings noch nicht, weil bei Wolf weiß ich, allein aufgrund der Minecrawler-Rüstung, der lebt ja noch ein bisschen. Also ich hoffe, dass diese Funktion auch erhalten bleibt. Ach, die wollen gar nichts. Okay, dann drehe ich euch kein Sumpfkraut an. Aber ja, da, mein Wolf, der wird ja nicht, diese Funktion wird ja nicht verschwinden mit den Fellen, deswegen behalten wir die einfach mal bei, denn Felle kann man immer gebrauchen für die eine oder andere Quest. Klar, hier, wenn du mal. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt Geldmangel hätten. Also ich weiß, dass wenn wir Gardist werden, können wir direkt die mittlere kaufen? Ich glaube nicht. Ne? Wir müssen, glaube ich, die leichte Garderüstung dann erstmal ein bisschen tragen, bevor wir uns die nächste quasi verdienen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie das genau abgelaufen ist. Früher, also beziehungsweise wie es hier abläuft. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, wir können Erzbaron werden in die Welt der Verurteilten. Das hört nicht auf mit mittlerer Garderüstung, wie man das normalerweise kennt. Natürlich dann generell die Frage, wie sich das Ganze dann gestaltet. Denn normalerweise ist es ja so, dass ich dann vom alten Lager zum neuen Lager konvertiere. Hier haben wir noch ein paar Gegner. Ist natürlich die Frage, wie sich das jetzt hier gestaltet. Da bin ich echt mal gespannt. Hier kriegen wir übrigens wieder unseren Vorrat an Rasiermessern rein. Und irgendwo Gegner? Nö. Da hinten wieder Lurker gespawnt sind. Ich glaube, hier mal runter. Da hinten sind wir ja gleich. Gucke ich da nochmal nach. Gegner? Aha. Du Drecksack. Du wolltest dich von mir verstecken oder was? Ne? Denkst du das oder was? Falsch gedacht. Und wie gesagt, die Typen da hinten wären immer noch da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die in die Welt der Verurteilten nicht eingebaut worden sind. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist halt, es handelt sich um eine Quest aus dem neuen Lager und die bleibt uns dann halt verwehrt. Deswegen müssen wir damit leben. Es ist übrigens jetzt ein bisschen blöd, dass wir zum Sumpflager rennen müssen und dann zurück zum alten Lager. Würde sich ja eher lohnen, direkt ins alte Lager zu laufen, mit Torus zu sprechen. Könnten wir ja auch mal machen. Ich glaube zwar nicht, dass der was zu sagen hat, aber wer weiß. Hier ist nichts nachgespawnt. Aber das hier ist ja schon auch in der Nähe. Ah, doch! Doch, 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 doch. Tatsache, hör auf, ich glaub's nicht. Ein Rudel Wölfe ist hier erneut aufgetaucht oder hat ihn noch gar nicht umgebracht. Und die sind jetzt alle direkt in den Tod marschiert. Wölfe werden ausgenommen. Aber das gibt's ja gar nicht. Da habe ich die Pilze hier übersehen, du. Das konntest du kaum verzählen. Ich glaube, den Weg hier sind wir tatsächlich noch nicht runtergelaufen. Das sehe ich ja anhand der ganzen Pilze hier. Das geht ja so nett, ne? Also. Unfassbar. Vor allem, dass hier Steine in der Luft schweben, ist auch extrem unfassbar. So, ich meine, wenn wir hier runterdackeln, dann sind da erstens noch ein paar Gegner. Und zweitens sind wir dann wieder bei Kavalorn. Sind wir echt an Aidens Hütte schon vorbei? Tatsache, wir sind jetzt quasi da oben rumgelaufen. Genau, da ist Aidens Hütte. Ist der gute Mann da?
Der ist tatsächlich da. Hast du was zu erzählen? Hey du. Ich bin ganz Ohr, egal was es ist. Kannst du was anvertrauen? Nö. Also nach der Sache mit dem schwarzen Wolf scheint er nichts mehr groß zu erzählen. Muss er ja auch nicht. Und apropos, wenn wir sowieso wieder am Händler abklappern sind, lohnt es sich ja gleich doppelt und dreifach nochmal beim guten alten Kavalon vorbeizuschauen. Ist in der Höhle was drin? Ich glaube, die war generell leer, ne? Ah ne, da waren Maulwitz drin. Ja, da waren Maulwitz drin. Da ist jetzt hier gar nichts. Absolut uninteressant. Ja, auf dem Weg zum neuen Lager allerdings sind tatsächlich wieder einige Gegner vorhanden gewesen. Deswegen bin ich da jetzt auch nochmal ein bisschen hin und her gelatscht. Zeig mir. So, der hat einen Haufen Munition und einen Haufen schlechter Bögen. Können wir den guten Mann irgendwie ein bisschen... Nee, das sind eigentlich... Ich mag es ja eigentlich, so spezielle Waffen zu behalten, ne? Die quasi ein bisschen questbedingt gesammelt wurden. Willst du ein bisschen Bier? Ja, komm, kriegst du ein paar Flaschen. Mein Bier hat sowieso keinen Wert eigentlich in dem Spiel. Also es bringt halt, also Wert ja, aber es bringt halt nichts. Man kann damit nicht mal Leben auffüllen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich irgendwie in die Welt der Verurteilten die Hucke voll saufen kann. Kann ich mir gut vorstellen, aber ansonsten lohnt das eher weniger. So, ich gehe mal davon aus, die Snapper sind wahrscheinlich nicht nachgespawnt. Gucken wir auch nochmal kurz nach. Aber ich schätze mal, der Respawn beschränkt sich erstmal nur auf die wirklichen Kapitel 1 Gegner. Das heißt, im schlimmsten Fall Varane. Hier ist gar nichts. Aber was, wobei, die Ork-Hunde wurden auch nachgespawnt. Die sind jetzt nicht unbedingt Gegner für Kapitel 1. Jetzt hänge ich ja wieder fest in dem Gestrüpp, ich kann nicht mehr. So, dann dackeln wir mal zurück. Also ich meine, der im Prinzip gibt es ja die Information auch schon vor. Erst wenn wir die Eier zurückgebracht haben, sollten wir mit Taurus sprechen. Deswegen machen wir das auch genau so, wie hier erwartet wird. Hoffentlich haben wir... Ach, wo wir gerade hier sind. Hier, komm, das... im Prinzip, wenn das jetzt hier veröffentlicht wird, im Februar 2021, im Dezember schrieb mir jemand, man solle doch mal hier hochklettern. Das mache ich jetzt auch. Theoretisch ist das Ork-Gebiet. Aber wir gucken mal, wo es uns hinführt. Ne? Da oben müsste, glaube ich, eine Höhle sein oder so irgendwas. Genau, denn hier ist der Gilbert. Genau, hier ist ja noch ein Kerl. Mensch. Kann ich mal gucken, was da drin ist? Du kannst nicht einfach ungestraft über... Du kannst nicht einfach ungestraft überall rumfummeln. Du kannst nicht einfach ungestraft überall rumfummeln. Du kannst nicht einfach ungestraft überall rumfummeln. Ja, anscheinend schon. Du kannst nicht einfach ungestraft überall rumfummeln. Greifst du mich jetzt an oder was? Tatsache! Okay, das hätte ich jetzt... Gut, Gilbert, alles gut. Hey du. Ich meine, der war auch im Originalspiel da. Kann mich aber auch täuschen. Was machst du hier? Doch, ist er. Ich hatte die Schnauze voll vom alten Lager. Hatte Ärger mit Gomez Leuten. Ist aber schon eine Weile her. Kann ich dir wobei helfen? Die Quest ist allerdings neu. Wenn du mich schon so fragst, ja, kannst du. Du könntest für mich ins alte Lager gehen, dich mal bei Gomez Leuten umhören, ob sich noch jemand an mich erinnert. Und was, wenn das jemand tut? Ich will wissen, ob ich mich wieder ins alte Lager wagen kann, ohne dass ich von Gomez Leuten aufs Maul bekomme. Wenn du was weißt, dann komm zu mir zurück und erzähl mir alles. Wo soll ich anfangen? Ich hatte meine Hütte im Marktviertel des Außenrings. Da hatte ich auch den Ärger. Dort solltest du also anfangen. Sag mal, was hast du überhaupt verbrochen? Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist meine Rückkehr ins alte Lager. Okay, ich kümmere mich drum. Tatsache haben wir hier noch eine Quest. Die hätten wir auch tatsächlich in Kapitel 1 machen können. Also Befragung im Marktviertel des Außenrings im alten Lager.
Und wenn wir jetzt hier quasi weiter hochhüpfen, dann kommen wir, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ins Ortgebiet, wenn wir überhaupt hochkommen. Was gar nicht den Anschein hat. Doch. Und wie gesagt, hier oben ist dann im Prinzip... Ja, nee, aber da... Das müssen wir jetzt nicht riskieren. Wichtig ist, dass wir den Gilbert gefunden haben und dass das theoretisch wirklich noch eine Kapitel 1 Quest gewesen wäre. Muss ich gucken, wie ich hier sicher runterkomme. Das ist immer so eine Sache hier. Da muss man echt aufpassen. Uiuiui, das sieht... auch ein bisschen gefährlich aus! Ja, genau das... Ne? Genau das meinte ich auch. Oh Mann. Das ist hier wirklich immer so eine Sache. Boah, das war schon mal knapp. Direkt speichern. Ja, das ist hier ein großer Fortschritt, der uns gelang. Das gibt's doch nicht immer dieselbe Kacke hier. Mann, Omeda, ich flipp aus. Huch. So. Immer dobs ich von der Kante runter und stürze in den Tod. Jedes Mal. Na, ja, so hat es immer geklappt. Ja, wir haben es sicher nach unten geschafft. Das heißt, in der nächsten Folge laufen wir erstmal Richtung Kalom. Und wenn wir dann zurückgehen ins alte Lager, hören wir uns mal für den Gilbert um. Das heißt, wir haben noch eine Nebenquest nebenbei. Sehr toll. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.